Hallo Ria, danke, dass du für das Interview gekommen bist. Hallo. Ja, heute bist du Zen-Meister, Meister über Leben und hast die Sassenyin non-methodische Methode entwickelt. Zen-Meister, was bedeutet das für dich? Puff, Zen-Meister bedeutete für mich, wenn man mir zu Zen-Meister benannt hat, erstmal eine riese Herausforderung, eine riese Verantwortung und im Grunde genommen eine riesen Last auf meinem Schulter. Die meisten Menschen denken natürlich, wenn man Zen-Meister oder Meister überhaupt benannt wird, dass das etwas ganz Tolles ist und dass das Ego sich darüber freut. Also mein hat das nicht getan. Der Grund, dass man mich zu Zen-Meister benannt hat, ist, weil festgestellt wurde, dass ich Materie in Materie verändern kann, also Materie in andere Materie verändern kann, und dass ich das in Liebe für die Menschheit einsetze, so dass ich das, lassen wir sagen, spirituell verantwortet einsetze. Für mich war das eine ganz logische Sache in meinem Leben. Ich habe ab Kindheit schon es deutlich für Augen gehabt, dass ich die Menschen helfen werde und will, und auch gemerkt, dass ich das als Kind auch schon recht gut konnte, in dem Sinne, dass wenn Menschen Schmerzen hatte, konnte ich sie helfen, diese Schmerzen zu heilen, würde ich sagen. Nicht, dass ich sie geheilt habe, sondern ich konnte den Menschen dabei helfen. Und vom einen ist dem anderen gekommen. Ich habe mich dann rumgeschaut in der Welt, in was für Möglichkeiten es da alles so gibt. Bin natürlich bei der normalen, konventionellen Medizin auch angekommen und habe gemerkt, dass das alles nicht meins ist, weil ich gemerkt habe, dass man den Menschen ihre Verantwortung abnimmt und sie unmündig macht und dadurch abhängig von Ärzten, Therapeuten und so weiter. Das hat mir gar nicht gefallen, weil ich selber ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und habe mich dann entschieden, dass es einen anderen Weg geben muss. Ich bin hellsichtig geboren. Hellsichtigkeit ist natürlich was ganz Großes. Das ist nicht nur jemandem den Zukunft vorhersagen, weil das ist nicht meine Art von Hellsichtigkeit, sondern meine Art von Hellsichtigkeit ist, dass ich jemanden in seinem Körper schauen kann und sehen kann, was da stimmt und was nicht stimmt und woher das kommt. So, das heißt, dass ich auch in die Vergangenheit schauen kann. Dazu kann ich sehen, was man dran machen kann. Und ja, es gibt noch andere Aspekte von Hellsichtigkeit, die ich auch habe, die vielleicht in diesem Moment hier nicht so ganz wichtig sind. Und bin dann angefangen, etwas zu entwickeln, womit die Menschen geholfen werden können. Und eine von den Sachen, die ich dabei gesehen habe, dass das geht mit Massagen. So, und so bin ich dann angefangen. Ich bin erst angefangen zu massieren und habe da irgendetwas entwickelt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ganz schön. Ich kann das jetzt, aber ich bin nur ein Mensch. Und es ist ganz wichtig, dass es viele von diesen Menschen gibt, die das können, weil es viele Menschen gibt, die diese Hilfe brauchen. Und dadurch bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ja, das ist im Grunde genommen vielleicht gar nicht so schwierig zu lernen, aber was ich merke, dass bei den meisten Menschen fehlt, meiner Sichtweise, immer meine Sichtweise, dass sie nicht genug Verantwortung nehmen für das, was sie tun, dass sie auch nicht immer in der Liebe stehen, dass sie gerne Macht haben möchte. Und für mich ist ein Therapeut, der da nicht steht und nicht den Macht zurückgeben möchte und nicht in der Liebe stehen kann, kein guter Therapeut, so einfach gesagt. Und dann habe ich den Kurs entwickelt. Das ist dann eine Form, um seine Hellsichtigkeit zu entwickeln, um Verantwortung zu lernen, um mehr Bewusstsein zu bekommen und natürlich sehr stark in seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und wenn ich den Kurs dann entwickelte, dann sind Sie, all die, die das wohl weitergegeben haben, wohl auf mich aufmerksam geworden. Und dann irgendwann kam dieser Moment, dass ich gerufen wurde, mir musste was ganz Wichtiges erzählt werden. Und das ist dann das Moment, dass ich durch ein nicht mehr in den Körper lebende Lama zum Meister über Leben genannt wurde. Meister über Leben ist es dann auch, weil ich tatsächlich meine Energie, womit ich dann Materie in andere Materie verändern kann, einsetze, um Menschen zu helfen.
Ja, und dann habe ich gedacht, ja, stimmig ist es irgendwo schon. Und ich habe echt gedacht, irgendwo. Ich war mir ja noch nicht so ganz sicher. Aber das lasse ich jetzt so ganz still vor mich hin bewegen. Ich war nicht so in dem Moment in der Lage, um das jetzt jeder zu erzählen oder froh drüber zu sein, weil so habe ich es gar nicht erlebt. Und dann kriege ich zu hören, und es ist jetzt ganz wichtig, dass du dir Visitekarte druckst, wo drauf steht, Riyapanen, Meister überleben. Und dann habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, das ist, wo alles dann angefangen hat mit mein Meister sein Überleben, weil es ist eine riesige Herausforderung. Wenn man in einem Kloster aufwächst, ein Mönchgewand trägt und dann zu Meister, Zen-Meister benannt wird, das ist total glaubwürdig für die Welt. Aber wenn man in Minirock rumläuft, Kinder hat und ein ziemlich normales Leben nach außen zumindestens führt, dann muss man plötzlich sich ständig beweisen. Und die Menschen sind ständig dabei, um eine zu kritisieren und eine darauf zu weisen, wo man Fehler macht, die dann vielleicht gar keine Fehler sind, aber die möchten sie erstmal so mal sehen. So, die Menschen sind nicht da in große Bewunderung und Verabgöttung, was ich auch nie gewollt hätte, aber das nochmal daneben gestellt. Die Menschen sind erstmal da, um eine zu kritisieren. Und ja, ich habe dann wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, ohne dass ich jetzt jemand überzeugen will, dass ich das bin, was ich bin. Und ohne dass ich das jetzt beweisen will, aber ich muss es schon sein. Es muss schon sehr deutlich sein, dass ich es bin. Und da, ja, der einzige Weg ist dann natürlich ganz ich zu sein und zu lernen, all diese Reserve, die ich noch hatte und all diese Vorsichtigkeit und vielleicht auch Verlegenheit und Scheu, um die Schritt für Schritt zurückzulassen und einfach darüber zu reden, so wie man über andere einfache Sachen auch ganz normal redet in einer Gesellschaft. Ja, ich glaube, damit habe ich ein bisschen hoffentlich deine Frage beantwortet. Ja, hast du. Danke.